Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies. Die Zombies haben eine Poolparty organisiert. Ich für meinen Teil habe einen Kasten gutes Bitburger mit organisiert. Und ich würde sagen, wir sprengen jetzt die Party, oder? Auf geht's! Oh, oh. Ach, ist wieder ein Extraspiel? Okay, was haben wir denn jetzt diesmal an Pflanzen? Oh, na toll, da unten kommen schon zwei und ich krieg Lilypads. Ich bin begeistert. Ah, ja, sehr cool. Aber die wird nicht reichen für zwei Stück. Das könnte knapp werden. Nee, das reicht nicht. Die muss ich weg. Die müssen weg. Das wird sonst nichts. Das wird sonst nichts. Okay, ich hätte gern noch so ein Dreierding. Ist noch ein Dreierding für mich? Nee, nur Lilypads und Jalapenos. Ach komm. So komme ich doch nicht weiter. So, jetzt aber. Jetzt kriegt der ins Gesicht. Und wird auch noch angekokelt. Sehr gut. Ankokeln mag ich. Okay, jetzt habe ich eigentlich... Also wir haben jetzt jede Reihe mit einer Erbse abgesichert. Das ist sehr gut. Die Jalapenos spare ich mir, glaube ich, auf. Wir haben drei Wellen. Das könnte fies werden. So, ich glaube, die Nuss setze ich direkt mal hier vorne hin. Los, jetzt geh mal kaputt da oben. Okay. Die mittleren Reihen sind soweit erstmal abgesichert. Da fliegen die Erbsen bis nach Timbuktu. Gar kein Problem. Die obere müssen wir jetzt noch ein bisschen hier. Ich weiß nicht, so schlau, die ganz oben hinzusetzen, aber ja, mein Gott. Wenn wir sonst nichts anderes kriegen, was sollen wir denn machen? Oh, komm, so viele Lilypads brauche ich jetzt erstmal nicht. Ist gut, dass ich noch welche in Reserve habe, aber... Oh, weia, der kommt aber gefährlich nah da unten. Ich glaube, da will ich doch lieber eine zünden. Ich möchte nämlich mein Bäumchen nicht verlieren. Ich hätte gerne noch ein paar mehr von denen. Wie wär's? Oh, das geht ab hier. Das Level ist einer meiner Lieblingslevels. Da fliegen die Erbsen. Oh, das war keine gute Idee. Das war keine... Oh, das war noch eine dümmere Idee. Ich bin ungeduldig jetzt. Meine Jalapenos verschwendet, das ist nicht gut. Oh, die erste Welle kommt. Oh komm, da klatsche ich hier mal was mit den Dingern hier zu. Hier oben noch mal ein bisschen... Oh, oh. Ja gut, der kann ja erstmal über das Lilypad springen. Das stört mich ja nicht. Falls du überhaupt so weit kommst. Ah, doch. Ah, kommt aber nicht sehr weit. Das geht, das geht. Gib mir mehr Spikes. Ich hätte auch gerne noch ein paar Nüsschen, wenn es geht. Oh, der Taucher schafft es auch nicht mal, ein Lilypad kaputt zu kriegen. Das ist praktisch. So, eine Zweierrunde Spikes haben wir jetzt. Sehr gut. Wie viele Erbsen hier fliegen. Ich sehe schon nicht mal mehr was. Irre. So, und jetzt werden auch alle angezündet. Ich glaube, da kommt ihr nicht weit. Da kommt ihr nicht weit, meine Freunde. Oh, Herren. Herr im Himmel, wollte ich sagen. Ich bin überfordert. So viele Zombies und... Oh, guck mal, die kommen nicht mal bis hier vorne hin. Die Autos da oben. Ist ja der Wahnsinn. Gut, jetzt schon. Aber wir haben hier noch eins in Reserve. Macht gar nichts. Macht gar nichts. So, zwei Erbsen. Ach, zwei Erbsen. Drei Nüsschen hätte ich gerne bitte noch. Ist das machbar? Wie das abgeht. Ich sehe nur noch brennende Erbsen fliegen. Schon irre.
schlägt ihn ins Gesicht, kokelt sie an, macht sie fertig. Oh, ein Diamant. Ein Diamant. Bumm. Keine Chance. Oh ja, gut. War schon vorher. Macht die Dolphins platt. Macht sie platt. Nein, 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 nein. Oh, Mist. Oh, jetzt habe ich doch mein Spike verloren. Das ist blöd. Ja, gut. Ist nicht so schlimm. Sehr weit kommen die trotzdem nicht. Ah, wie viele das sind. Keine Chance mehr. Die haben einfach keine Chance mehr. Oh, jetzt habe ich gar keine Spikes mehr da. Das ist nicht so gut. Aber es ist jetzt die letzte... Oh, ich bin mal gespannt, was jetzt an der letzten Welle alles aufgefahren wird. Das ist bestimmt... Oh, da ist die Bobmannschaft. Sehr schön, da haben wir die Bobmannschaft noch gesehen. Aber ich glaube, auch die haben keine Chance mehr. Geld einsammeln. Oh, und ein Nüsschen. Jawoll, ja. Oh, das ist ein Pilz. Ich glaube, dann geht es jetzt wieder gen Nacht. Ein Seeschwum. Oh ja. The Fogman? Jump out at people, okay. Those were the days. Okay, ich glaube, jetzt kommt der Nebel. Oh ja, der Nebel kommt. Das ist nicht so gut. Okay, wir haben jetzt Nacht. Das heißt, unsere Tagspflanzen können wir zwar immer noch nehmen, aber wir nehmen jetzt mal wieder die Pilze. Was haben wir denn? Ein Leierkasten, ein Jack-in-the-Box-Zombie. Ein Leierkasten-Zombie. Wie süß ist der denn mit seiner kleinen Zwangsjacke und der zittert ganz verstört. Ist ja putzig. So, was nehmen wir denn alles mit? Wir brauchen den Sea-Shroom auf jeden Fall. Den hätte ich gern, den Hypno-Shroom hätte ich gern. Was nehmen wir denn sonst noch mit? Die Wasserpflanzen nehmen wir noch mit. Na, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Plant! Okay. Das ist doof, jetzt sehe ich überhaupt nicht, wo der erste Zombie kommt. Oh oh. Das ist nicht gut. Da muss ich schnell pflanzen und auf ein bisschen Glück hoffen. Ah, der erste Zombie kommt jetzt nämlich schon und ich würde wetten, der kommt genau da, wo ich nichts... Ah, doch, guck mal, da oben sieht man eine kleine Klatze hervorluken. Der kommt oben. Sehr gut. Dann haben wir das wenigstens schon mal gesehen. Oh, der Seeschwum braucht aber auch ganz schön lange, bis der fertig ist. Das ist nicht gut. Aber der kostet auch nichts. Den können wir eigentlich immer sofort setzen. Das ist gut. Wo ist denn der nächste Zombie? Ich habe ihn nicht gesehen. Zombie, wo bist du? Ich höre dich nur krölen. Ach, da kommst du. Aus dem Nebel gewankt. Und da hast du auch schon dein kleines Köpfchen verloren. Das tut mir aber leid. So, jetzt überlege ich. Pflanzen wir jetzt noch mehr Pilze oder reicht das? Eigentlich brauchen wir ja nicht so viel, ne? Ich glaube, Wasser, also Schlingpflanzen können wir auch schon mal ein paar setzen. So, ich denke, damit sind wir gut bedient. Eine Dreierreihe von den kleinen süßen Puffschwums. Und hier hinten noch eine Reihe, damit die direkt von Anfang an schießen. Sollte klappen. Oh, da kommt der erste Leierkasten. Kommt der? Da unten kommt der. Ganz unten in der letzten Reihe. Oh, ich hoffe, den kriegen wir vorher kaputt. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Der frisst. Huh, das war knapp. Der ist gar nicht so schwach. So, den Pool schön absichern. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay, da hätten wir eigentlich auch schon soweit alles. Da kann ich hier noch ein bisschen die kostenlosen Pflanzen bis zum geht nicht mehr. Weil, kosten ja nichts, ne? So, und den Pool setze ich die hier, glaube ich, lieber mal noch.
Das ist ein bisschen blöd. Man sieht gar nichts. So, sind wir ausgerüstet. Die erste Welle kommt auch schon gleich. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4er Reihen der kleinen Puffshrooms. Ganz hinten haben wir die, wie heißen die denn nochmal? Scaredy Shrooms. Oh, 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 direkt mitgezogen. Setze ich sofort nochmal nach. Oh, nicht anknabbern. Na, wann fällt denn jetzt der letzte? Ich kann gar nicht mehr sehen, wie viele noch kommen. Ist das nur noch der eine? Ja, das war nur noch der eine. Was kriegen wir denn jetzt Schönes? Die Plantern. Eine Laterne aus Pflanzen. Die macht uns Licht und vertreibt den Nebel. Die probieren wir auch gleich aus. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.